Also eine Feder haben wir ausgehangen schon hier unten. Doch etwa eine Mutter? Was meinst du? Ja. Da dreht sie was mit. Gut, ich hole mal eine Ratsche, dass wir da hinten fest. Eigentlich das Korbel von dem Rücklicht her? Wo ist denn da ein Rücklicht? Ach ja. Du hast ein Rücklicht, ja. Das ist ja irgendwie doof, ha? Ich hoffe, dass du recht hast. Das ist vielleicht ist es ja lang genug, das Rücklichtkabel. Pickwitz lässt grüßen übrigens. Hast du das etwa nicht sauber gemacht vorher? Ich dachte, wir machen noch ein Resteressen. Ja, denke ich jetzt auch. Dann hier dein eigenes Pack für den Kopf. Ja. So, ja. Und da unten ist das Kabel. Mhm. Und das kommt, warte mal. Du merkst schon, dass sich die ganze Kiste nicht bewegt, ne? Warte, ich nehme noch den Bolzen mal ein bisschen raus und dann könnte es vielleicht gehen. Okay, jetzt? Nein. Warte, hier ist das Kabel. Egal, das Kabel muss jetzt herhalten. Da gibt es sogar einen Stecker. Der sieht dreckig aus. Ja, das ist jetzt, weißt du, wieder an die Batterie rankommst. Ey, Alter. Hast recht, jetzt wissen wir mal, wie wir rankommen. Schön. Und lass mich raten, auch ein Zehner, oder? Ja, natürlich, das verstehe ich. Der war zu klein. Ne, wir nehmen den hinteren. Siehste, Brotkasten raus und alles ist schön. Ja. Die Hinterlegscheibe wäre nur nett, wenn er mir sie gibt. Das wird eine Formelage. Da gibt es noch jetzt eine Distanzscheibe. Merkt ihr mal, Auspuff, Brotkasten. Aber ich glaube, so schwer ist das nicht. Der Auspuff hat Imbusschrauben. So. Distanzhülse. Habe ich auch noch welche. Hast du auch noch welche? Wieder falsch. Am laufenden Band mache ich was falsch hier. So, jetzt stell das Kameramodul dahin und halt den Auspuff fest. Ja. Hochhalten. Geht dann leicht raus. Oh, ja. Zum Teil. Hochhalten. Gut. Und jetzt nach hinten nur bitte gerade abziehen. Wunderbar. Leg die mal nebeneinander bitte. So, geringfügig andere Maße. Und ich hoffe, dass ich das jetzt abdrehen kann einfach. Ohne gegenzuhalten. Thank you.
Müsste gehen. Ja, hier ist so ein Ding drin. Ja, ist lose. Na, guck mal. Hast du ein Glück, dass der noch so super geil erhalten ist? Bei jedem alten Auspuff, Edelstahl natürlich schöne Sache, ne? Hättest du richtig jetzt zu tun gehabt. So, dann gib mir mal das neue Rohr. Das sieht doch alles gleich aus. Ey. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, aber es ist halt größer. Mhm. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie weit das rüber muss. Ich muss ja auch dicht machen, das Ding hier. Gut. Das alte ist runter. Der ist einwandfrei in Schuss, oder? Da ist nichts, nicht mal Dreck drin. Das Ding ist richtig wie neu. Hast du gut gekauft. Du musst das bloß mal hier ranpassen. Okay, ein bisschen lockerer drehen und dann müsste es gehen. Viel lockerer geht's nicht. Schluss! Weiter jetzt nicht ruf. So, bevor wir den festdrehen, Auspuff punktieren. Damit das hier in der richtigen Drehung zu den Löchern passt. Das sieht komisch aus, das passt so schon mal gar nicht. Weil das geht voll nach hier. Ja, ist ja auch gebogen. Soll ja so sein. Das ist richtig drauf. Es hat wackelt auch nicht mehr. Ja, aber das Pro geht doch nach da. Ich krieg doch den Auspuff hier gar nicht an dem Ding hier vorbei. Deshalb montieren wir jetzt erst und dann drehen wir das noch. Wir können das doch hier drehen. Wir können das doch in alle Richtungen drehen. Ja, die machen wir kurz an.